Optime. Lectio Secunda. Noch ein paar Worte zu Freund Tubaro. Der hieß eigentlich richtig Quintus Aelius Tubaro und war ein Neffe Scipios. Dieser machte einen auf Stoiker und wie es sich für einen richtigen Stoiker gehört, trug er seine Armut auf dem Präsentierteller vor sich her. Wahrscheinlich nahm man sein ganzes Getue daher nicht so ganz ernst, denn Tubaro rasselte bei der Bewerbung um ein höheres Amt, nämlich die Prätur, prompt durch. Setzen, Sex. Kann man nichts machen. Aha. Dieser Tubaro war übrigens mit Panaitios, einem anderen Philosophus, dick befreundet. Er dankte es ihm, indem er mehrere Schriften dem Tubaro widmete. Cicero war übrigens auch ein großer Fan von Tubaro, wenngleich er von seinem Stoizismus nicht so viel hielt. Wie wir wissen, oder vielleicht auch nicht, verachten die Stoiker alles Äußere. Cicero glaubte, dies habe sich negativ auf dessen Stil ausgewirkt. Und noch einmal das Zitat Repetitio. Quam ob rem, Tubaro, semper mihi et doctrina et eruditi homines et tua ista studia lacuerunt. Repetitio repetitionis. Quam ob rem, Tubaro, semper mihi et doctrina et eruditi homines et tua ista studia lacuerunt. Lest den Satz. Langsam, mehrere Male und lernt ihn auswendig. Dann geht in euch und bittet um Erleuchtung. Cicero schreibt bei euch, De Republica liber primus, caput 17 in Klammer 29, gratiam vobis ago et finis valete und tschüss.